Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich gebe zu, ich bin schon ein Stück weit stolz, dass wir das geschafft haben, diese Initiative hier heute in die abschließende Lesung zu bringen. Und ich glaube, dass wir hier heute einen Beschluss fassen, der sehr viel Positives für die Zukunft des Straßenverkehrs mit sich bringt. Und um nochmal zu erklären, was das wesentliche Ziel unserer Initiative ist, es besteht darin, dass wir überall da, wo heute physische Verkehrsinfrastrukturen sind, eine Dateninfrastruktur darüber legen. Und was bedeutet das? Das bedeutet beispielsweise, wenn Sie durch eine Stadt fahren, und zwar vollkommen egal, ob Sie es mit dem Auto oder mit dem Fahrrad tun, dann ist das für Sie von großem Interesse zu wissen, wann die nächste, die übernächste und die überübernächste Ampel rot oder grün ist. Denn dann kann man genau die Geschwindigkeit annehmen, die moderne Technik einem auch empfiehlt, dass man nicht umsonst auf die Ampel zustrampelt, sondern entspannt genau das Tempo wählen kann, mit dem man bei Grün ankommt. Wer hier schon mal über die Karl-Liebknecht-Straße geradelt ist, der weiß aus Eigenerfahrung, wovon ich da rede. Und das gilt genauso für die Autofahrer, womit wir sehr viel an Emissionen, an Feinstaub, an CO2-Emissionen und vor allen Dingen auch an Lärm einsparen können. Unsere Vision ist die rollende Stadt, wo kein Verkehrsträger mehr bremsen und beschleunigen muss. Und in unserem Antrag, und das möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal präzisieren, ist der allererste Punkt, dass wir eine verkehrsträgerübergreifende Lösung unterstützen. Und das bedeutet eben auch, dass man den Umstieg vom Auto in die Bahn den Menschen einfacher macht. Denn warum werden Park-and-Ride-Plätze so oft dann doch nicht angenommen? Weil es eben kompliziert ist, für den Autofahrer herauszufinden, habe ich wirklich einen Zeitvorteil, wenn ich umsteige, wo sind die Parkplätze, ist da überhaupt noch einer frei, wie komme ich zum Bahnsteig, was brauche ich eigentlich für ein Ticket, womit bezahle ich das? Und da gibt es heute schon Lösungen, ohne hier für einzelne Produkte bayerischer Automobilhersteller Werbung machen zu wollen, wo aber das Auto ganz gezielt empfiehlt, auf einen anderes Verkehrsmittel, auf eine U-Bahn, eine S-Bahn umzusteigen und genau diese Informationen mitliefert, das Straßenbahnticket aufs Handy liefert. Und das ist genau das, was wir nach vorne treiben wollen. Und dazu gehört, dass wir auch alle Daten, die wir in der Mobilität haben, zur Verfügung stellen, in digitaler Form. Und jetzt komme ich mal auf ein Schreiben, wo ich mich doch wirklich gewundert habe, was uns alle erreicht hat vom VDV. Wo man merkt, dass auch der digitale Wandel schon zu den ersten Verteilungskämpfen im Verkehr offenbar führt. Da schreiben uns die Verkehrsunternehmen, erstens, die Leute würden vor allem Bus und Bahn fahren, weil sie so schlechten Parkplatz finden und deshalb dürften wir nichts machen, was die Parkplatzsuche erleichtert. Finde ich schwierig, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Sie schreiben uns zweitens, dass es insbesondere dann, wenn die Autos selber fahren, im Betrieb der öffentlichen Nahverkehrsunternehmen sein muss. Das finde ich eine interessante These. Ich glaube, in der privatrechtlich organisierten Welt wird das nicht möglich sein, aber man kann sicher mal gut darüber reden. Und ich weiß, dass die BVG zum Beispiel aktiv daran schon arbeitet, ob nicht selbstfahrende Autos eine gute Ergänzung zur S-Bahn sein können, gerade in den Bereichen, wo die Wege zur Bahnhaltestelle doch sehr weit sind. Und als drittes schreibt uns aber der VDV, dass diese Mobilitätsdaten, die wir jetzt überall als offene Daten zur Verfügung stellen wollen, nur nicht von den Nahverkehrsunternehmen beigestellt werden können, weil das Betriebsgeheimnis ist. Und deshalb sage ich das jetzt mal ganz präzise, auch für das Protokoll, damit es hinterher keine Interpretationsschwierigkeiten gibt. Wir wollen gerade die Daten von Nahverkehrsunternehmen als offene Daten zur Verfügung stellen. Gerade diese. Und zwar nicht nur die Fahrplandaten, sondern auch die Echtzeitdaten, wo man dann weiß, wann das Verkehrsmittel wirklich ankommt. Und natürlich auch die Bezahlschnittstelle. Wenn ich auch über Google das Straßenbahnticket kaufen kann, dann ist das doch kein Nachteil, sondern ein Vorteil. Weil je mehr Verkaufsstellen es gibt, umso mehr kann man verkaufen. Das ist eine alte betriebswirtschaftliche Regel. Das gilt eben auch für öffentliche Nahverkehrsunternehmen. Und das, was wir in diesem Antrag ebenfalls, und das sage ich auch noch mal, damit hier keine Unklarheit herrscht, auch ganz gezielt Richtung Ministerium. Das Ministerium muss ich auch an dieser Stelle noch einmal loben, weil es ja schon sehr viele gute Initiativen gemacht hat. Die Staatssekretärin hat sich ja selber sehr engagiert, ein Hackathon zu machen mit jungen Unternehmensgründerinnen und Gründern, wie man Verkehrsdaten besser nutzen kann. Das ist, glaube ich, vorbildhaft auch für andere Ministerien. Es gibt einen Modernitätsfonds, mit dem Verkehrslösungen auch die Entwicklung von neuen Lösungen finanziert werden können. Das ist ganz hervorragend. Aber wir schreiben hier auch, wir wollen ein digitales Straßengesetz haben.
Und da bitte ich, und wenn wir darauf gucken, wie viel Zeit wir noch in dieser Legislaturperiode für Gesetzgebung haben, da bitte ich, Gas zu geben. Das ist ein wirklich wichtiges Thema. Denn moderne Fahrzeuge generieren immer mehr Daten auch über Straßenzustände. Die haben Kameras und scannen, wo welche Löcher im Boden sind. Und das ist für uns wichtig. Wir haben gleichzeitig gerade die Diskussion über den Bundesverkehrswegeplan. Wir reden immer darüber, dass wir Verkehrsinfrastrukturen austauschen nach einer gewissen Dauer. Aber wir wissen gar nicht, ob die dann wirklich noch gut oder schlecht sind. Viel interessanter ist es, wenn wir mit den Daten aus modernen Fahrzeugen ein richtiges Straßenkataster bekommen über die Qualität der Straßenzustände. Und das vielleicht noch in Echtzeit. Wenn ich überfrierende Nässe habe und morgens in den Straßen Löcher aufplatzen und Autos mit ihren Kameras für ihre Stoßdämpfer das registrieren und diese entsprechend an uns als Staat auch übersenden, dann kann man natürlich genau da mit den Teerlastern anfangen, wo auch die Not am größten ist, weil man tatsächlich morgens um 9 schon einen perfekten Straßenzustandsbericht hat. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen mit diesem digitalen Straßengesetz nicht nur von uns aus die Bereitstellung offener Daten wie diesen Ampeldaten, den Nahverkehrsdaten an Dritte, sondern wir wollen auch, dass Dritte Daten an uns herangeben, mit denen wir eine bessere Verkehrsplanung machen können und zum Wohle aller, die davon profitieren können. Und wir brauchen für diese Dinge alle Testversuche, mehr als noch bisher. Wir sehen immer in Kalifornien so viele schöne Pilotversuche. Und deshalb finde ich das ebenfalls wirklich sehr gut, dass das Bundesverkehrsministerium auf der A9 mit dem digitalen Testfeld begonnen hat. Und wir brauchen mehr dieser Testfelder. Wir brauchen so etwas auch für den urbanen, für den teilurbanen Raum, für Stadtverkehre. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man neue Technologien ausprobieren kann, dass man dafür offen ist und dass man dafür im Übrigen dann auch erste Einsatzszenarien zeigen kann, sodass Menschen aus aller Welt zu uns pilgern, um sich anzugucken, was da geht. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben hier ein gutes Programm vorgelegt und ich freue mich sehr auf die Umsetzung dessen. Die Grünen haben, glaube ich, nicht ganz verstanden, dass wir über Digitalisierung der Infrastruktur reden. Deshalb haben sie einen Gegenantrag eingebracht zum Thema Carsharing. Ich habe den Zusammenhang nicht verstanden. Finde den Vorschlag interessant. Dass Sie gerne Carsharing-Autos auf Taxispuren fahren lassen wollen, so liest man das jedenfalls. Aber dazu wird der Kollege Bilger gleich noch Entsprechendes sagen. Ich bedanke mich. Ich gebe das Ergebnis der Abstimmung der von den Schriftführern und Schriftführern ermittelten namentlichen Abstimmung.